Einen wunderschönen guten Tag, liebe Reiseinteressenten. Ich darf mich mal kurz vorstellen. Ich heiße Celine. Wir sind jetzt Reisebegleiterin. Und nun werde ich mal eine Führung machen durch das IC Santay Hotel in Belek in der Türkei. Anlässlich meines Geburtstags. Heute, am 21.09.2013, hoffe ich, dass das Video mir sehr gut gelingt. Okay? Also, nun die Führung. Das Hotel IC Santay hat eine wunderschöne Lage mit sehr schönen Parkanlagen, Blumen, wie man sieht. Schöne Sommerfarben, traumvoll gestaltet. Hier ist doch wirklich eine tolle Blume. Die Führung zum Haupteingang. Hier ist gleichzeitig der Präsentationssaal, Information und Rezeption. Mit diesen Bussen wird man vom Flieger von Antalya aus zum jeweiligen Hotel gebracht nach Belek. Und nun kommen wir zum Haupteingang. Da ist Gästebetreuung, wie man sieht. Muss man eine Etage weiter runterfahren. Die sucht man dann am Ende für die Bequemlichkeit wegen mit dem Fahrstuhl. Hier nochmal eine Etage. Zimmer, Doppelzimmer, Suiten. Der Fahrstuhl ist frei und ich drücke auf Minus 1, wo es zu Restaurants, Lilium Spa und Pool bzw. Beachstrand gehen wird. Hier kann man auch wunderschöne Fotos und Videos erstellen lassen.
Türkische elegante Mode präsentiert. Im Schaufenster. Schaufenster geht weiter zum Juwelier. Hirsch, Juwel. Oh mein Gott, sehr häufig in den Schuhen. Ja, das ist Präsentation. Tolle Teile. Wie könnte man sich schon das eine oder andere schicke Stück aussuchen, nicht wahr? Diese Garnitur gefällt mir besonders gut. Die würde ich mir doch glatt von einem netten Business-Reisesponsor schenken lassen. Darf ich präsentieren, das ist ein Supermarkt, wo man die Gäste reinschaltet, also die möchte ich halten haben, alkoholische Getränke, Mode, Sonnenmilch, Schrammtasche, wie man sieht. Der Kleinerer kann sich hier besorgen. Und es geht nun weiter. Zu einem ebenfalls sehr hübschen Schmuckgeschäft. Und anlässlich, da ich heute Geburtstag habe, kann ich mir natürlich ein, zwei sehr schicke Ketten mit passendem Anhänger dazu aussuchen. Bitte schön, dies ist die Vertretung des Chefs. Hallo. Schönen guten Tag. Wie immer wunderschönes Wetter. Danke. Bitte schön. Ja, hier bekommt man also ganz hübsche Souvenirs auch. Sehr schicke Teller, Figuren. Auch Accessoires von der Türkei. Kätzchen gibt es hier, wie man sieht. Hier, die sind doch besonders hübsch. Nicht wahr? Oder diese hier, auch eine sehr, sehr schicke. Und wer sich natürlich Haarreifen besorgen möchte, der findet da unten auch welche oder kleine Täschchen. Und eine ganz besondere Attraktion in der Türkei sind die türkischen Augen. Es sieht diese in verschiedenen Art und Weisen als Schlüsselanhänger. Hier zum Beispiel auch etwas. Und als sehr interessante Ketten. Verschiedenen Designs. Dies ist das typische türkische Auge.
Es soll das Böse weghalten. Das heißt, böse Menschen oder neidische Menschen soll es von einem selbst fernhalten. Dies der Glaube in der Tat. Nun darf ich auch noch präsentieren eine wunderschöne Vitrine mit schicken. Ja, und nicht zu vergessen sind die Wasserpfeifen. Die gehören ja schließlich auch zur Türkei. Und nun noch einmal die Schmuckteile. Ich werde jetzt das Geschäft wieder verlassen und wünsche noch einen sehr angenehmen, erfolgreichen Tag. Ciao! Tschüss. Wir kommen jetzt zum Geschäft. Wo kommst du? Hier gibt es verschiedene Arten von Tee und türkische Süßspezialitäten. Von den türkischen Süßspezialitäten. Darf man mal sehr nah rangehen, um den Text versuchen zu verstehen. Dafür muss man allerdings mit Sicherheit auch etwas Türkisch können. Teilweise Tee und Mokka serviert. Hallo. Schönen guten Morgen. Ja. Haben wir die türkischen Süßspezialitäten hier präsentiert. Wunderbar. Darf ich mal eins probieren? Ja, natürlich. Wähle das oder das oder? Eins hier wunderbar. Hallo. Schicken Schale. Danke. Oh, schmeckt sehr, sehr lecker. Wunderbar. Vielen Dank. Ich werde nun das Geschäft wieder verlassen. Das ist Urlaub, Kaffee. Komme ich später nochmal. Tschüss. Und nun geht die Führung in das Hauptrestaurant. Mein Restaurant. Hier ist die alkoholische Bar. Da das IC Santai Hotel ein 5-Sterne-Hotel ist, all-inclusive, gibt es hier Frühstück, eine Stunde später bereits schon wieder Mittagessen, am Nachmittag Kaffee trinken, sehr, sehr leckeres, abwechslungsreiches Abendessen. Und natürlich auch noch ein Nachtsnack.
Wenn man dann Ruhe hat, kann man zwischen 11.30 Uhr und 1 Uhr noch essen gehen. Den Nachtsnack, das muss ich noch erwähnen, kann man zwischen 23.30 Uhr und 1 Uhr zu sich nehmen. Wir sind jetzt beim Mittagessen und ich darf den Speisesaal präsentieren, der doch wirklich sehr gemütlich ist. Dann kann ich wieder rein, bis zur Stadt. Ja, ich gehe gleich wieder raus. Ja. Zieh mich gleich wieder an. Ich kann nicht mehr Kellner weist mich darauf hin, dass man in Bikini im Speisesaal nicht unbedingt erscheinen soll. Also werde ich das mal beachten. Gut, dann verlassen wir das Restaurant erstmal und drehen heute Abend weiter.